Teil 2 Einhorn. Ich wusste, dass der Wald verlassen war, ahnte jedoch nicht, dass mich die Einsamkeit bereits nach kurzer Zeit derart erbarmungslos erschlagen würde. Nach einer langen Wanderschaft erreichte ich bei Sonnenuntergang eine Lichtung und legte mich auf die Seite, nur um mich erschrocken wieder aufrichten zu müssen. Ein Geist stand zwischen den Bäumen und starrte mich an. Aus irgendeinem Grund spürte ich die Präsenz dieser Gestalt nicht. Leben, insbesondere jenes, das mir nach dem meinigen trachtet, konnte ich lange, bevor es zu sehen war, erahnen. Regungslos blieb ich stehen. Die schemenhafte Gestalt wies mit ihren spitzen Ohren Ähnlichkeit zu den Waldmenschen auf. An ihrer Hüfte trug sie eine weiß strahlende Klinge. Der leere Ausdruck auf ihrem Gesicht schien aus einer anderen Zeit zu mir herüberzublicken. Dann drehte sie sich um und verschwand. Ich brauchte eine Weile, um mich zu beruhigen, und überblickte hastig das vom Zwielicht erhellte Geäst. Dann ließ ich mich erneut herniedersinken, hielt jedoch meinen Kopf erhoben, solange es meine Erschöpfung noch erlaubte. Während ich spürte, wie ich langsam wegnickte, fragte ich mich, wie ich nur in dieses elende Exil geraten konnte. Meine Erinnerungen begleiteten mich in die Traumwelt, in der ich in jene schicksalhafte Nacht vor 3 Monaten zurückkehrte. Hochmut trieb mich damals an den Rand der Prärie, in den Grenzbereich der Länder der Menschen. Eines späten Nachmittags bestieg ich einen Berg und erblickte in der Ferne etwas Wundersames. Nie zuvor sah ich etwas, das diesem an Schönheit gleichkam. Sämtliche Sinne drängten mich zu fliehen. Oh, hätte ich mich ihnen nur ergeben. Doch jene smaragdgrüne Lichter hätten das ästhetische Empfinden eines selbst noch so primitiven Gemütes bezaubern können. Über einer nicht allzu fernen Stadt bildeten sich kolossale Gestalten, tanzten herum, hielten etwas hoch und zerfielen in funkelnden Staub, nur um aus diesem erneut geboren zu werden. Ich verfolgte das Schauspiel zu lange und sprang erschrocken auf meine Hinterläufe, als ein Stein neben mir zersprang und ein lauter Schuss zu hören war. Ich wusste nicht, wo sie sich befanden, doch schien mir die Flucht zurück in dem Moment das Klügste. Vor mir lag nur die weite Steppe, mit nichts anderem als der heranbrechenden Nacht als möglichen Schutz. Ich stieß mich mit meiner gesamten Kraft gen Horizont und versprach dabei allen Mächten, mich nie wieder etwas Schönem derart hinzugeben, in der Hoffnung darauf, dass sich vor mir ein Tor öffnete, in das ich in Sicherheit reiten könnte. Doch das Einzige, was an Sicherheit gewann, war das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich war wahrlich stets die schnellste und schönste von allen Lebewesen, die mir begegneten. Doch in Kürze sollte ich meine erste große Lektion in Demut erlernen. Die kalte Nachtluft strömte durch meinen Lauf pfeifend an meinen Ohren entlang, und zu meinem rhythmischen Schnauben gesellte sich immer stärker das fauchende Motorengeräusch meiner Verfolger. Bald stand ich taghell erleuchtet in ihrem Lichtkegel, und kurz darauf stießen sie bereits zu mir auf. Ein offener Wagen mit 2 Menschen. Mehrfach wich ich scharf aus, doch sie hatten keine Schwierigkeiten, wieder aufzuholen. Eine kräftige Frau mit vorstehendem Unterkiefer und großen Reißzähnen schwang ein Seil. Ich nahm mir vor, im letzten Augenblick auszuweichen, doch sie war sichtlich geübt mit dem Strick und hatte mich beim ersten Anlauf. Der Wagen verlangsamte und die sich schließende Schlinge um meinen Hals zwang mich ebenso an Geschwindigkeit zu verlieren. Dann machte ich einen Satz in Richtung des Wagens, sodass ich die Frau am anderen Ende des Seils ins Leere stemmte und das Gleichgewicht verlor. Sie stürzte rücklings heraus und das Fahrzeug bremste vollends. Durch meine Drehung befand sich mein Kopf unmittelbar vor dem anderen Menschen. Zwischen meiner Stirn und seiner Brust nur die Länge meines Horns. Vorsichtig versuchte er, vom Sitz aufzustehen. Alles in mir schrie, die Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen. Doch ich erkannte, dass ich in der Steppe nicht schnell genug an Abstand gewinnen würde, bevor sie mich wieder hätten. Er langte mit seiner metallisch glänzenden Hand vorsichtig zu einer Schusswaffe, und ich machte einen harten Schritt nach vorn.
Ungläubig ergriff er mit einer Hand meine Mähne und mit der anderen mein linkes Ohr, als er an sich herabsah. Sein warmes Blut rann meine Stirn hinunter. Bis zu jener schicksalhaften Nacht war mir mein Horn stets reine Zierde, ein krönendes Zeichen meiner Erhabenheit über die anderen Stuten. Dieser Mensch war es. Er zwang mich dazu, mich selbst zu entweihen und ihm das Leben zu nehmen. Seine Fingernägel bohrten sich schmerzhaft in mein Ohr, und ich erkannte, dass die gestürzte Frau zu Sinnen kam. Ich trat zurück, doch er ließ nicht von mir ab. Wild schwang ich seinen Körper durch die Luft, bis sich sein Griff lockerte. Sein Blut tropfte in meine Augen und füllte meine Nüstern. Schließlich fiel er in einem letzten harten Schwung zu Boden. Ein Stück meines Ohrs in seiner Faust. Die Frau richtete sich auf und ich sprang herauf auf den Wagen in ihre Richtung. Ihr Weg zur Waffe war abgeschnitten. Sie hob die Arme und fing an, in einem ruhigen Ton zu sprechen. Sie schaute zu mir herauf und zeigte auf ihren Partner. Das wird nichts bringen, dachte ich mir. Er ist bereits tot. Das Einzige, was ich roch, war Blut. Das Einzige, was ich sah, war rot verschwommen. Ich wollte sie nicht ebenfalls töten. Ich wollte nur weg, den kümmerlichen Rest meines einst noblen Wesens bewahren und die beiden weit hinter mir lassen. Sie ging einige vorsichtige Schritte um den Wagen herum, woraufhin ich davonsprang. Sie verfolgte mich nicht weiter und so erreichte ich am frühen Morgen die großen Schluchten, nahm einen Pass herab zum Fluss, wo ich versuchte, meinen Kopf von dem getrockneten Blut zu befreien. Nach einer Weile konnte ich wieder frische Luft riechen und betrachtete mein Antlitz auf dem Wasser. Ein strahlend weißes Fell mit einem leuchtend roten Horn. Erschrocken schwankte ich zurück. Die samtige Oberfläche meines Horns hatte die Farbe zu tief in sich aufgesogen, um sie durch bloßes Spülen freizugeben. Ich kratzte es noch lange an etlichen Felsen ab, bis seine makellose Spiralform unschön in Mitleidenschaft geriet. Ich war nun ein Pferd, das zwischen seinen Augen eine Grässlichkeit trug. Allumfassender Hass stieg in mir auf und war lange Zeit die einzige Emotion, zu der ich imstande war. Ich vertrieb jedes Tier, das es wagte, mich anzusehen, bis ich völlig ausgezehrt glaubte, nur noch in der Einsamkeit so etwas wie Frieden finden zu können. Ich zog nach Norden, bis ich zum Geisterwald gelangte, den ich in früheren Reisen schon einst mit kleinen Herden passierte. Ich fand es damals beängstigend, keine Vögel aus ihm zu hören, doch nun ist er mein letztes Zuhause. Ich bin in diesem grünen Grab zu Gast bei den Toten, welche mich aus unerfindlichem Grund bereitwillig vor den Blicken der Lebenden bewahren. Die Nacht ist um, und ich werde in der lautlosen Morgendämmerung vom ersten Schnee des Winters aus meinem Traum gerufen. Ich öffne ein Auge und blicke in den dunkelgrauen Himmel, unter dem schwere Flocken langsam zu mir herabfallen. Der Tag verspricht eine bittere Einsamkeit, die ihre Süße vor einer gefühlten Ewigkeit verloren hat. Nicht imstande, den Schmerz der über mich hineingebrochenen Kälte oder sonst etwas zu spüren, stehe ich auf und wünsche mir nichts sehnlicher als einen letzten bewundernden Blick. Und sei es der eines Jägers. Sie hörten? Die zweite Folge der Shadowrun-Fanhörspielserie Fabelwesen, gesprochen von Nadine Most.